Und Herren, Schlösser, das waren früher die Zentren der Landesherrschaften. Heute, wir sehen das an vielen Stellen, sind Schlösser unter Umständen, wenn man es richtig macht, wieder zentrale Orte. Zentrale Orte von Städten oder zentrale Orte von Kulturlandschaften. In Hannover haben wir zwei Schlösser, die außerordentlich wichtig sind. Das Leineschloss, wo, wie Sie alle wissen, der Landtag tagt, und das Schloss, was die Leibniz-Universität zu sagen bewohnt. Das dritte Schloss fehlte. Fehlte über lange Jahre, und jemand, der noch nicht so lange in Niedersachsen ist, erlebt ganz deutlich, im Gegensatz zu anderen Regionen, dass man hier in Niedersachsen einen sehr starken Regionalbezug und ein starkes Geschichtsbewusstsein hat. Und wenn ich richtig informiert bin, dann ist es erstmals 1977 Ernst Albrecht gewesen, der in die Diskussion geworfen hat, ob man hier das Herrenhauser Schloss nicht wieder aufbauen sollte. Eine Diskussion, wir wissen alle heute 2011, die lange gedauert hat. Über Jahre war es nicht sakrosant. Heute jetzt eine Grundsteinlegung, an der sich alle völlig parteiunabhängig, für die sich alle begeistern. Und ich glaube, dass wir die besondere Situation haben, dass dieses Schloss gerade durch den wunderbaren Garten, der jetzt schon viele Besucher anzieht, eine größere Attraktion zu bekommen. Und ich bin der festen Gewissheit, dass es eine Attraktion ist, einmal in wissenschaftlicher Hinsicht, dass man jetzt ein modernes Zentrum hat für Kolloquien, für Tagungen, was natürlich für den Kongresstourismus wichtig ist, dass aber auch, wenn Sie das letzte Tourismusbarometer des Sparkassenverbandes lesen, dann ist ganz klar, beim Tourismus erster Platz wie immer Bayern, zweiter Platz Niedersachsen und in Niedersachsen in sehr starkem Maße der Städtetourismus mit außerordentlichen Wachstumsraten. Und ich glaube, durch dieses Schloss und nicht nur in den ersten Jahren, wenn es neu ist und damit einen besonderen Attraktionswert hat, wird den Städtetourismus, wird der Stadt Hannover außerordentlich gut tun. Und der Bürgermeister sagte gerade, der Oberbürgermeister sagte gerade, wir haben ja gar keinen Ort in dieser Art, oder das war notwendig, ein solches Kongresszentrum zu haben in einer solchen historisch bedeutsamen Umgebung. Wir sind nicht in Konkurrenz, aber man versucht das Ähnliche in Berlin mit dem Humboldt-Zentrum. Ich muss aber sagen, dass die Diskussionen über den Schlossaufbau, so wie hier, wo man lange nicht über den Aufbau dann an sich, sondern über die Form, also was baut man auf, in welchem Zustand, welchen Architektenentwurf oder welchen Architekten nimmt man jetzt als den Bezugspunkt, dass diese Diskussionen hier lange gedauert haben, aber noch viel länger in Berlin, wo das Ende noch nicht absehbar ist. In Potsdam, dort waren es richtig ideologische Grabenkämpfe. In Braunschweig war man noch ein bisschen schneller, wenn ich dort das wiederaufgebaute Schloss sehe. In jedem Fall war es ein Ort, der städtebaulich nicht umstritten war, sondern wo die Notwendigkeit von allen eingesehen wurde. Aber wie man baut, in welcher Form man baut, das war der Punkt, über den diskutiert wird. Und ich möchte mich dem anschließen, was Herr Krull und Herr Weil sagten, dass wir hier auch mit dem musealen Teil, wo sie Stadt und Land verständigt haben in einem Vertrag, mit diesem musealen Teil auch die Museumslandschaft in Hannover und in Niedersachsen entscheidend bereichern werden. Und ein erster großer Höhepunkt für mich jedenfalls ist dann 2014 die große Landesausstellung zur Personalunion. Ich denke, es ist für Hannover ein sehr schöner Tag, und eigentlich, meine Damen und Herren, kann man glücklich sein, wenn ein Schloss, egal, wie es früher genutzt wurde, welche Geschichte es hat, heute in einer ganz wunderbaren Art und Weise verbindet kulturelle Nutzung mit wissenschaftlichem Inhalt und Bezug. Und dazu kann ich allen gratulieren und möchte mich ganz besonders bedanken bei der VW-Stiftung, bei Ihnen, Herr Krull, für dieses außerordentliche Engagement. Sonst, glaube ich, ständen wir heute alle nicht hier und könnten uns über die Grundsteinlegung freuen. Alles Gute Ihnen und vor allen Dingen einen guten Bauverlauf. Vielen, vielen Dank.